damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es ist gerade arschkalt, aber im Winter muss man trotzdem arbeiten. Hier steht mein wunderschönes Kfz. Es ist seit ungefähr 2 Wochen hier drinnen eingeschmiert. Auch davor liegen jetzt ein paar Felgen. Hier muss ich gerade ein bisschen Platz schaffen und danach dieses Cover hier draufziehen. Das sind diese Car-Cover von AliExpress und so, den gab es bei Action für einen günstigeren Kurs als bei AliExpress. Ja, deswegen habe ich mir den gekauft, der ist ohne Reflektoren. Ich habe denselben nochmal mit Reflektoren, den möchte ich bei dem dran bauen. Und der muss einfach mal hier rüber, damit da nicht so viel Staub und so drauf kommt. Ich habe nämlich hier auch schon irgendetwas entdeckt. Ich kann mir nicht erklären, von wo das kommt. Wahrscheinlich hier oben von der Garage, aber da ist jetzt nichts Staubiges. Der ist auch frisch gewesen, geht direkt weg. Das muss ich auf jeden Fall machen. Danach muss ich mich hinter das Auto begeben. Und dort hinten sind ein paar Reifen, die ich hier umstecken, oben platzieren muss, damit hier auch wieder ein bisschen Platz ist. Und es gibt eine wichtige Sache, die ich herausgefunden habe, Leute. Ich hatte euch erzählt und auch gezeigt, dass hier dieses BBS-Lenkrad reinkommen muss. Ne? Das habe ich hier einmal hinten im Kofferraum. So. Machen wir einmal das wunderschöne Schätzchen auf. Oh, das geht nicht an. Ich bin auch so ein Idiot. Ich parke das Auto hier rein für den Winter, aber ich vergesse die Batterie abzuklemmen. Und der hatte eh Rohstromprobleme. Jetzt ist die Batterie einmal tot. Muss ich auch nochmal schauen. Also, dieses wunderschöne BBS-Lenkrad. Ich blende euch mal ein Bild ein, wie es mit Hupenknopf und etc. aussieht. Ich bin so ein Typ, anstatt mir die Narbe zu holen oder die fehlenden Schrauben oder die Hupe an sich, weil ich habe nur dieses BBS-Emblem, was oben drauf kommt, habe ich mir einfach noch ein Lenkrad gekauft. Weil ich mir dachte, ich nehme die Teile von dem und verkaufe das Lenkrad für denselben Kurs, sodass ich die Teile einfach gratis habe und einfach kein Geld ausgegeben habe, wisst ihr? Das heißt, ich habe jetzt insgesamt 2 BBS-Lenkräder und das dritte ist auch schon unterwegs, kommt wahrscheinlich Montag an. Das hat sich irgendwie mit dem Versand ein bisschen ausgezögert. Das zeige ich euch auch noch, das ist ein leicht anderes Lenkrad von der Optik her, aber auch wunderschön. Ich werde euch das Lenkrad mal zeigen, wann es da ist, dann könnt ihr mir auch in die Kommentare schreiben, welches ihr besser findet. Aber an sich bleibe ich hier bei dem BBS komplett Holzoptik-Lenkrad. Weil gegen Holz kommt einfach gar nichts an. Ja, hier sind halt alle sexy. Allein diese Schrauben hier für die Narbe kosten so, ich glaube, 30, 40 Euro und das sehe ich halt nicht ein. Dann kaufe ich halt das Lenkrad und veräußere es dann auch wieder. Aber was eigentlich das Thema mit den Lenkrädern ist, warum ich hier so viel geredet habe. Lenkrad, Schlüssel nicht vergessen. Das eine Lenkrad hatte nämlich eine Narbe für BMW und ich habe mal geguckt, das sah genauso aus wie die Narbe, die ich hier drauf habe von dem Steckplatz her. Und ich vermute, dass ich die Narbe rausnehmen kann und die andere einfach Plug and Play draufpacken kann. Das werdet ihr im nächsten Video sehen, drückt mir den Daumen, ich hoffe das klappt. Wenn ja, wäre das einfach ein G-Move. Ja, was soll man dazu noch sagen? Geht mal hier auf bitte. Bisschen von der Mitte. So. Ich bin ja eigentlich hier reingekommen, damit hier vorne mal diese... Da sieht man gar nicht, mach mal ein bisschen mit Licht. Ich bin eigentlich hier reingekommen, um einmal die Plane hier drüber zu ziehen, Reifen von dort hinten umzuplatzieren und hier vorne auch ein bisschen Platz zu verschaffen. Und, was sehr, sehr wichtig ist, die Batterie abzuklemmen. Und jetzt wollte ich einmal schauen, was für eine Stecker der eigentlich hatte, mit was ich hier ankommen muss. Ja, hier oben einfach, ich denke mal, das ist ein 10er oder so. Das wird auch noch gleich passieren. An dieser Stelle könnt ihr mir natürlich auch gerne Tipps da lassen, was man so beachten muss, wenn man sein Auto einwindert. Was ich weiß, sind einfach nur, dass die Reifen gut aufgepumpt sind, damit sich die Reifen nicht verformen. Am besten die Batterie abzuklemmen und halt irgendwas drüber zu decken, damit das auch keine Schäden oder so bekommt. Weil es halt auch Garagen gibt, wo die von oben so runtertropfen und dann entsteht an dieser einen Stelle halt irgendwie Rost oder Lack geht ab und das wollen wir alle nicht. Okay, dann geht's jetzt erstmal ans Eingemachte. Ich werde einmal diese Reifen hier drauf stapeln. Das sind, by the way, die Felgen von meinem Vater. Und Reifen von dort hinten auch hier hinholen, die hier hinkommen müssen, weil der Mercedes dort vorne auch seine Winterreifen drauf bekommt. Ja, es kommt eigentlich ganz gut, dass der gerade hier ein bisschen Regen abbekommt, weil da ein bisschen Dreck drauf war. Aber ja, arschkalt, kann man nichts anderes zu sagen. Ich zeige euch nochmal das wunderschöne Baby von vorne. Geil, einfach geil, man kann nichts dazu sagen. Ich setze mich erstmal hier dran, mache hier vorne das Car-Cover drüber. Da stelle ich mal die Kamera so hin, dass ihr auch alles sehen könnt.
Ach, vorher klemme ich aber die Batterie ab, ich Idiot. Wo hatte ich denn hier mein Werkzeug verschludert? Ah, da vorne habe ich auch noch ein Lenkrad, was weg muss. Also Holzdenkräder habe ich auf jeden Fall genug. Wo habe ich denn mein ganzes Werkzeug hingetan? Auf jeden Fall mache ich das einfach kurz off-cam und ihr seht, wie ich jetzt diese wunderschöne Plane drüber mache. Ich gebe euch dann auch eine Review, wie es war. An sich hatte ich so eine Plane schon mal. Die ist jetzt hier drauf. Die hatte auch so schöne Reflektoren und so. Die hat gar kein Wasser durchgelassen. Also an sich war sie wirklich gut. Und von der Innenseite, das ist jetzt ein bisschen räudig, ist hier so ein wunderschöner Stoff, so ein sehr weicher Fließstoff, damit der Lack nicht zerkratzt wird. Der war aber zu groß für den, ist dann irgendwie im Winter weggeflogen. Und dann haben sich auf der Innenseite so ganze oder ganz kleine Steine, Dreck und alles angesammelt. Und das kriegst du da halt nicht raus. Dann musst du direkt ein neues kaufen. Deswegen haben wir den über einen Anhänger gemacht, damit der nicht nass wird. Ja, jetzt erstmal dieses Cover drüber. Ich muss gerade zu meinem wunderschönen Daily und kann währenddessen mal erzählen, wie es mit dem läuft. Also der Daily für 250 Euro läuft wirklich krass gut. Ich hatte noch gar keine Probleme damit. Die MKL ist halt wie gesagt aus. Ein bisschen Geräusche kommen immer noch, aber was soll man da machen? 250 Euro, da kann ich nicht viel erwarten. Hier findet ihr, by the way, meinen wunderschönen Creeper-Schlüsselanhänger. Schon sehr erwachsen, oder? So, hier muss ich auch die ganzen Sachen rausrollen. Aber ich bin hierfür hergekommen. Hier ist das mehr oder weniger vollständige Set. Das kann ich jetzt erstmal zumachen und hier lassen. So. Also der 250 Euro Daily läuft wirklich sehr gut. Ich habe gar keine Probleme. Verbrauchstechnisch liege ich da so bei ca. 7 bis 8 Liter. Volltank kostet glaube ich so ein Fuffi. Das ist richtig Geld verglichen zu meinen anderen Babys, die hier vorne so stehen. Also BMW wunderschön, aber Verbrauch ist nicht so schön, muss man sagen. Also falls ihr noch irgendwelche Fragen bezüglich des 250 Euro Dailies habt, könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben. Lautsprecher funktionieren gut. MKL ist aus, macht Ansoch. Ich bin ein Macher, ich bin ein Durchzieher, ich bin ein Kämpfer, schon immer gewesen. An sich auch gar keine Probleme motortechnisch. Aber was kommen muss, auf jeden Fall neue Reifen. TÜV hat der glaube ich bis Mai oder so. Bis dann sollte dann einfach neue Reifen drauf und einfach durchballern. Je nachdem werde ich dann schauen und gucken, ob es sich lohnt, den zu reparieren. Ich hoffe schon, aber ja, sehen wir dann. Das regt mich halt richtig auf. Ich hätte gedacht, dass das so 10 mm sind. Sind es nicht. Dann nehme ich so 11. Klappt auch nicht. 12. Klappt auch nicht. Ich muss einfach jetzt 13 mm finden. Wünsche mir Glück. Ich habe jetzt einmal 13 mm und wir hoffen, dass das sitzt. Ja, das sieht gut aus. Fehlt nur noch, dass ich den richtig rum einstelle. So. Das passt. Ja, die Batterie ist ja gar nicht fest hier. Was ist das denn? So, Batterie sitzt jetzt auch wieder. Den muss man nicht viel lockern. Einfach nur ein bisschen aufschrauben, damit der locker ist. Dann kann man den auch schon entfernen. Wo hakt der denn jetzt? So. Damit haben wir der Batterie fürs Erste geholfen. Wenn ich das so sehe, werde ich zwar traurig, aber Leute, das Teil kommt neu in komplett weiß, transparent. Das wird schon mal den Look komplett aufwerten. Dann habe ich ja noch ein paar Aufkleber neu. Die beiden und dort vorne die. Und Farbaufkleber habe ich auch noch. Wenn das auch noch drauf kommt, hier vorne dieses Schaum, der nicht mal mehr existent ist, weil er einfach direkt abgeht, wenn man den berührt, kommt auch noch neu. Aber ja, Batterie abgeklemmt. Damit bin ich fürs Erste zufrieden. Einmal Motorhaube schließen. Dieser Spalt kann ruhig offen bleiben, das ist nicht so schlimm. Aber jetzt müssen wir dieses Carcover hier aufmachen. Das Unboxing. Das ziehen wir einmal so. Ich hoffe, man kann mich gut sehen und hören. Das ist die Größe L. Sollte auch ausreichen für das Auto. Von den Maßen her habe ich ehrlich gesagt im Internet schauen müssen, wie groß und breit der ist. Und ich meine, der ist von den Maßen her größer als mein 5er BMW. Was mich irgendwie staunt, weil der schon breiter aussieht. So. Dann machen wir das einmal auf. Scheiße, wie rum muss das? So wie bei fast allen Sachen gilt es, mit zwei Leuten klappt es auf jeden Fall besser. Aber die Vorderseite ist die Seite mit den Gummis.
Wenn man das einmal gefunden hat, ist der Rest ganz einfach. Das ist gerade ganz komisch, weil das nicht übers Auto passt. Aber von den Maßen her 480 x 180 x 120 müsste das an sich drauf passen. Ich nehme euch mal mit und weg von dem ganzen Nassen. Macht das einmal von hier vorne nochmal. Ach, da würde ich nicht drauf treten. So, wenn man das hier einmal hier drüber stülpt. So. Vielleicht habe ich es auch einfach nur falsch. Ich wollte gerade sagen, vielleicht habe ich es von der falschen Seite angefangen. Aber nein, weil hier vorne noch die Einlässe für meine Spiegel sind. Und ja, Produktionsfehler. Nicht schlimm. Das lasse ich einfach mal so, weil das Ego for Indoor bei mir ist. Ziehen wir mal hier noch zurecht. Ich muss euch einmal kurz beiseite legen und das ohne euch versuchen. Wir sehen uns gleich. Ich weiß nicht, was sein Problem ist, aber diese Plane lässt sich nicht bis hin strecken, sage ich mal. Mein Auto ist 4,78 Meter lang laut Internet. Aber weil es eine US-Version ist, ist es vorne nochmal 20 und hinten 20 cm länger. Aber das macht keinen Unterschied, weil das die Stoßstangen sind. Also die sind ja bei US-Modellen einfach ein bisschen mehr nach außen gedrückt, rausgedrückt. Nicht nur bei dem, auch bei Mercedes aus der Zeit, also beim SEC ist das der Fall. Deswegen check ich nicht, warum das nicht drüber passt. Weil ich habe hier vorne an sich noch genug Platz. Wenn wir mal annehmen, dass ich das Teil hier rausziehe und von hinten anfange und es vorne einfach nur drüber stülpen möchte. Hier einmal weg vom Kennzeichen. Das befreie ich dann auch einmal. Dann sollte es vorne auf jeden Fall die OG-Länge haben. Boah, wo bist du denn hängen geblieben, Alter? Alter, war das schon? Sollte so passen. Was 20 cm vorne raussagt, ist halt diese Stoßstange. Und genauso sieht es halt auch hinten aus. Aber das sollte an sich kein Problem sein, diesem Auto diese Plane rüber zu stülpen. Deswegen checke ich das gerade nicht. Hier vorne komme ich halt nicht mal bis über meine Embleme, wenn ich das so mache und die Stoßstangen freilasse. Was man natürlich auch machen kann, was kein Problem ist, passt das auch. Aber es ist sauknapp und die Hälfte des Autos ist nicht bedeckt. Schaut euch das mal an. Ja, diese Teile von Action kann ich bis jetzt nicht empfehlen. Ich habe noch eins, was eigentlich für den da draußen ist. Vielleicht mache ich den hier drüber. Würde ich sagen, wenn ich das machen würde. Aber wisst ihr was, ich lasse das hier so. Die Plane ist drüber, für den ist es ja nur wichtig, dass er keinen Staub fängt oder Leute hier beim Vorbeigehen das Ding zerkratzen. Das wird so jetzt auch nicht der Fall sein, deswegen ist das okay. Die andere Plane, die ich habe für den, ist gerade drin. Die ist von den Maßen her halt genauso. Nur ist es bei der Plane wichtig, dass sie hier überall noch Reflektoren an den Seiten und an der Front hat. Damit man das auch sieht, wenn man rückwärts reinfahren möchte und nicht irgendwie gegen das Auto knallt. Schauen wir uns das einmal von vorne an. Digga, das sieht aus wie die E30, so irgendwie so gerade vorne. Bockt irgendwie nicht. Aber kann man jetzt auch nicht ändern fürs Erste. Hier Spiegel mache ich da mal durch. Sieht sehr unfertig aus und auch nicht gut passend für meinen E24. Diese Plane ist dem E24 nicht würdig. Aber besser als den hier einfach in der Garage stehen zu lassen und Staub und so drauf fallen zu lassen. Dafür ist es okay, das Teil hat so 10, 12 Euro gekostet. Man kann sich nicht beschweren. Also das reflektiert auch gut. Man sollte es auch hier bei dem Licht sehen. Aber der andere hat halt richtige Reflektoren. Die hole ich auch mal gleich raus, nur um euch das zu zeigen. Was ich vergessen habe zu sagen ist, ich habe ein richtig lustiges Tuning-Element für meinen Lupo gekauft. Der Lupo ist halt 50 PS, so, der hat nichts. Aber der sieht mir ein bisschen zu schlicht aus. Ich muss den halt noch personalisieren. Deswegen habe ich da was Wunderschönes in meiner Tasche. Auch von AliExpress. Das sind halt diese Abschleppseile, die man vorne drauf macht. Das sieht das Auto so sportlich aus. Das machen wir jetzt auf jeden Fall. Es ist nass. Es ist regnerisch. Und wer bist du? Geh mal runter da. So. Wir setzen uns vorne an das Auto und machen das mal dran. Ich glaube, der hat vorne auch den passenden Steckplatz. Boah, es ist richtig laut. Falls man mich nicht hört, mache ich kurz den Ton aus. So. Hier vorne muss das drankommen. Wartet mal.
So sieht das Teil aus. Das hat so 5 Euro oder so gekostet. Ich muss mal einmal hier rausnehmen. Da ist halt nicht viel dran. Nur mein Abschleppseil, was dann so rausguckt. Und diese Schraube, um das zu befestigen. Kriege ich das denn überhaupt jetzt einfach draufgesteckt? Oder muss ich das hier entfernen? Oh nein. Hier ist halt noch eine Mutter, eine Torx-Schraube, die ich entfernen müsste, um hier dran zu kommen. Aber hier stülpt man das einfach drüber. Ich habe jetzt auch keine Lust, hier einen Torx zu finden. Ich suche mal schnell eine Torx-Schraube, um das hier zu lösen. Dann löse ich das und packe das hier dran. Der kann schön im Regen stehen, bei dem ist das nicht so schlimm. Der bekommt halt seine Winterreifen noch. Der hat schon seine, ich sag mal, Standreifen jetzt drauf, die dem nicht schaden. Ey Mann, das macht mich immer traurig, das Auto so zu sehen. Ich würde den auch gerne veräußern, vielleicht kommt das auch noch bald. Aber erstmal mache ich den TÜV ready. Muss die vordere Stoßstange noch flicken an dieser Seite. Dafür habe ich auch so Plastik-Schweißgeräte gekauft. Das wird auch ein geiles Video. Also falls ihr sehen möchtet, wie man Plastik schweißt, bleibt auf jeden Fall dran, abonniert den Kanal. Wofür bin ich reingekommen? Nachher Torx-Schrauben. Jetzt zwickt mich gerade richtig schlimm. Deswegen war ich kurz drin und habe beim Rausgehen dann auch den anderen Überzug rausgeholt. So sieht der aus. Man kann es nicht genau erkennen, aber ich blende euch mal ein Bild ein, wie der aussieht, wenn man den drauf macht. Der ist nämlich auch gerade in so einer kleinen, in so einem Beutel drin. Der sieht so aus wie der, den ich habe, nur dass die Seiten komplett schwarz sind, auf beiden Seiten natürlich, und dass sie dann überall so reflektierende Straps haben. Wie gesagt, damit man auch nicht dagegen fällt, wenn das hier steht. Das packe ich jetzt einmal in mein wunderschönes Kfz hier rein. Oh, das klingt richtig krass, Alter. So, aber was macht man nicht alles, damit das hier sitzt? Den gehört dieser Benz. Das packe ich einmal hier drauf. Boah. Das riecht schon geil da drin. Ne? Mach den wieder zu und begebe mich hier in die Garage. Ja. Ich war irgendwie nicht in der Lage, den passenden Aufsatz zu finden. Jetzt habe ich einmal den, der ist aber auf jeden Fall zu klein. Ich nehme den vorsichtshalber mal mit. Und habe mir hier standardmäßig so eine Konstruktion aufgebaut. Und noch ein paar Ersatzaufsätze. Jetzt begeben wir uns raus in den Regen, weil wir Macher sind. Ich bin ein Macher, ich bin ein Durchzieher, ich bin ein Kämpfer, schon immer gewesen. Und ich bin auch keiner, der aufgibt. Und versuchen an meinem Daily, der sehr zuverlässig ist, Mashallah, meine kleine Personalisierung drauf zu bauen. Wir sind jetzt angekommen. Hier vorne ist die Torx. Heißt es die oder der Torx? Ich weiß gar nicht. Boah, da passe ich jetzt auch gar nicht rein, Mann. Leider konnte ich das nicht montieren, ich komme da halt nicht dran ohne Aufsatz. Nimm mir das nicht übel. Wir haben wunderschön diese Plane installiert. Schauen uns hier nochmal meinen blauen BMW an. Der sieht auch sehr geil aus. Ah, der ist schon sehr sexy. Ey Mann, in jedem Video sage ich, dass ich den wieder klar machen möchte, aber es klappt einfach nicht. Es ist nicht so leicht. Das kann ich hier alles stehen und liegen lassen. Machen wir hier mal wieder alles zu. Ich gehe euch noch kurz rein, zeige euch das andere Lenkrad und dann könnt ihr vergleichen, wie das aussieht, wenn die Narbe drauf ist. Einfach Jogi, Leute. So.